Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen sofort mindestens 160 Stellen mehr für die Berliner Jugendämter, um dem aktuellen Bedarf zu entsprechen. Danke. Diese Zahl hat Senatorin Scheritz im März in einer Maßnahmeplanung zur nachhaltigen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter vorgelegt. Im Fokus stehen dabei die Kita-Gutschein- und Elterngeldstellen, vor allem aber die regionalen sozialpädagogischen Dienste, kurz genannt RSD. Das sind diejenigen in unseren Jugendämtern, die stellvertretend für uns alle die Verantwortung für den Kinderschutz tragen. In diesen drei Bereichen sind die qualitativen und quantitativen Anforderungen am schnellsten angestiegen. Hier ist die Personalnot am größten. Bemerkenswert ist, dass diese Maßnahmeplanung in Einklang zwischen Jugendsenat und Bezirken entwickelt worden ist. Liebe Kollegin bei den Piraten, jetzt noch ein bisschen. Alles gut, ne? Keine Handgemenge hier. Frau Müller, fahren Sie fort. Diese Maßnahmeplanung ist mit Zahlen und Fakten hinterlegt, die in den Bezirken abgefragt wurden und die deutlich machen, nein, die Beschäftigten in den Jugendämtern, besonders in diesen drei Bereichen, können unter den bisherigen Bedingungen ihre Aufgaben nicht in der gebotenen Qualität erfüllen. Bis diese Maßnahmeplanung überhaupt entstanden ist, war es ein steiniger Weg. Besonders von Seiten der Kinderschützer gab und gibt es erheblichen Druck, weiße Fahnen der Kapitulation, hunderte Überlastungsanzeigen, Brandbriefe und Stellungnahmen, auch der Vorsitzenden der Jugendhilfeausschüsse, der Jugendamtsdirektorinnen, der Jugendstadträtin und des Landesjugendhilfeausschusses zeugen vom massiven Handlungsbedarf. Mit dem Bericht zum Maßnahmeplan ist es nun offiziell. Die Zahl der besetzten Posten, beispielsweise beim RSD, ist seit Jahren rückläufig. Mitte 2014 lag die Stellenzahl bei wachsenden Aufgaben und bei wachsender Bevölkerungszahl um 124 Vollzeitäquivalente unter dem Stand vom Januar 2011. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist die Personalausstattung entgegen dem Bedarf um fast 10% zurückgegangen. Dazu lag die krankheitsbedingte Abwesenheit bei ebenfalls 10%. Diese Probleme sind nun erkannt. Von den nötigen 160 Stellen müssen ca. 90 in die Kinderschutzteams, 40 in die Kita-Gutschein und 30 in die Elterngeldstellen. Aber auch qualitative Veränderungen müssen laut Maßnahmeplan erfolgen. Im RSD dürfen nicht mehr als 65 Fälle pro Fachkraft bearbeitet werden, mehr nicht. Aktuell bearbeiten die Kolleginnen teilweise bis zu 120 Fälle. Das ist völlig inakzeptabel. Die Gehaltseingruppierungen müssen erhöht werden, sowohl für die Neufachkräfte als auch für derzeitig Beschäftigte. Die Eingruppierung E10 wäre akzeptabel. Für Berufseinsteigerinnen soll wieder ein Anerkennungsjahr eingeführt werden, um nur einige Vorschläge zu nennen. Auch in den Elterngeldstellen sollen nur noch 600 Anträge pro Fachkraft und in den Kindergutscheinstellen höchstens 1000 Betreuungsverträge pro Person anfallen, damit die endlosen Wartezeiten und die teilweise Schließung der Behörden wegen Überlastung endlich ein Ende haben. Klar ist aber auch, diese vorgeschlagenen Maßnahmen reagieren nur auf den aktuellen Mindestbedarf, das Mindeste, was jetzt sofort schon nötig ist. Die Kolleginnen vor Ort haben da noch viel weiterreichende Forderungen. Trotzdem ist dieser Maßnahmeplan ein großer Erfolg. Das wird sogar bundesweit so gesehen und genau beobachtet. Allerdings spricht der Senat nicht mit einer Stimme. In völliger Ignoranz der im Maßnahmeplan ermittelten Erfordernisse hat nämlich die Arbeitsgruppe Wachsende Stadt im Finanzressort alternativ ein eigenes Bemessungsmodell beschlossen. Dieses bezieht sich lediglich auf die steigende Bevölkerungszahl und berücksichtigt keinerlei qualitative Kriterien. Danach bekommt der RSD zum Beispiel für 2016 und 2017 nur 69 statt 90 Stellen und so fort. Das darf so nicht durchgehen. Damit ignoriert der Senat den so mühsam nachgewiesenen Bedarf auf Kosten der Kolleginnen in den Ämtern und der Rechtsansprüche der Familien. Mit unserem Antrag fordern wir dazu auf, dem gemeinsamen Maßnahmeplan von Jugendsenat und Bezirken schnellstmöglich zu folgen und die dafür notwendigen Mittel im kommenden Haushaltsplanentwurf darzustellen. Vielen Dank.